Liebe Zuschauer, wir sind noch auf der IFA unterwegs, weil es geht ja noch zwei Tage. Das heißt, der heutige Tag ist noch der dritte Tag. Und es gibt ja so viele Firmen. Man kann sie nicht alle besuchen, weil es sind über 1000. Aber eine Firma müssen wir jedes Jahr besuchen. Das ist immer ganz wichtig. Die kennen Sie auch. Und zwar kennen Sie den Namen Philips, ne? Blau-Weiß, wenn Sie irgendwo hinkommen, wissen Sie, dort gibt es alles, egal ob Rasierer oder Kaffeemaschinen, was auch immer. Aber jetzt geht's um was ganz anderes. Und zwar bei mir sitzt Herr Wilde. Wir kennen uns auch schon 2-3 Jahre mittlerweile. Und für unsere Zuschauer jetzt spannend. Was gibt es Neues bei Philips? Ich weiß, jedes Jahr gibt es ja irgendwas aus der Tasche, wo man sagt, ja, das erst geht es auf der IFA los. Wie viel Sendezeit haben wir denn? Ja, ich würde sagen, so 2 Stunden 50. Okay, die füllen wir locker. Nein, ernsthaft, also wir haben natürlich einen großen Reigen an neue Produkte mitgebracht. Zu erwähnen sind eindeutig unsere neuen OLED-TVs, die OLED Plus 984 und OLED Plus 934. Das sind nämlich ganz besondere Fernseher. Erstmal eine überragende Bildqualität, dritte Generation P5 sei da nur genannt. P5 ist die Bildverbesserungsmaschine im Hintergrund. Aber das Besondere bei den beiden Fernsehern ist dazu noch das Soundsystem, das von den Spezialisten von Baus & Wilkins stammt. Einmal ein sehr audiophiles Soundsystem für Musikfans, beim anderen Fernseher eins für den Kinofan. Das sind bemerkenswerte Geräte, die sich anzuschauen auf jeden Fall lohnt. Genau. OLED, nochmal für die Erklärung der Zuschauer, damit jeder weiß, weil ich kann immer sagen, ja, OLED könnte auch Oma heißen, aber ist nicht. Aber OLED, was steckt dahinter? Nur einfach mal so als... Ja, beim Fernseher ist ja die Wahl der Bildschirmtechnologie entscheidend. Also die bestimmt eigentlich erstmal grundlegend, wie gut das Bild ist. Und OLED ist aktuell die Premium-Bildschirmtechnologie, die für ein hervorragendes Schwarz, tolle Farben, schnelle Bewegung steht. Das heißt jetzt, die Fernseher gibt es auch in verschiedenen Größen, die TV-Geräte. Also man kann mit 55 Zoll anfangen, aber man kann auch bei sich bis 2 Meter hochgehen. Das aktuelle Angebot bei OLED zumindest ist 55 und 65 Zoll, das sind die marktgängigen Größen, das macht Sinn. Wir zeigen hier aber auch einen Prototypen im OLED 8K-Fernseher mit 88 Zoll. Das ist dann für ja, zukünftig für die ganz großen Wohnzimmer, wo man auch wirklich ein tolles Erlebnis dann haben will. Smart Home ist ja im Moment so das Thema, wahrscheinlich auch bei Philips, ne? Selbstverständlich Smart Home. Ich würde die Marke Philips sogar als Pionier in dem Bereich bezeichnen, weil wir schon in den frühen 2000er Jahren Lösungen angeboten haben. Aktuell haben wir zusätzlich zu den Fernsehern, die natürlich dank Android TV alle sehr smart sind, haben wir Lösungen, die den Google Assistant beinhalten. Das reicht vom Kopfhörer bis hin zur Soundbar. Wir haben aber auch demnächst im Angebot echte Smart Home Lautsprecher, die dann auch auf Google setzen und damit die Bedienung des Smart Homes sehr einfach machen. Ich habe gerne auch draußen mal so ein bisschen rumgeguckt und habe gesehen, Sie haben aber auch die ganz kleinen Ohrstecker, die jetzt gerade so absolut sind, damit man nicht mehr diese endlichen Kabel durch die Gegend hat und sagt, ah, schon wieder hängt es am Hemdknopf, sondern das hier oben drin. Was steckt dahinter? Ja. Im Kopfhörerbereich ist das sogenannte True Wireless Segment, das sind also, wenn man es übersetzt, wirklich kabellos, das Segment, das gerade boomt. Und da haben wir ein schönes Angebot. Wir haben Kopfhörer mit bis zu 110 Stunden Spielzeit, dank einer Powerbank, die dabei ist, die übrigens auch andere Geräte laden kann. Diese Geräte klingen super, die haben das aktuelle Bluetooth drin, sind eine hohe Qualität und sind eine unserer Stars der Messe hier. Wenn ich jetzt ein Smartphone habe, das heißt, ich lade mir eine App runter und kann mich und meine Kopfhörer sagen, hallo, okay, wir verbinden uns automatisch mit Bluetooth. So ist es. Also wenn man die einmal eingerichtet hat, merken die eigentlich automatisch, wenn das Smartphone Musik wiedergeben möchte, aktivieren sich dann, sobald man sie ins Ohr steckt und schon hat man die Musikwiedergabe. Wenn Sie jetzt über Ihren Stand gehen und sehen so alles, was so für Haushalt und Zubehör alles gibt, wo würden Sie sagen, ja, da würde ich nochmal zuschlagen, das würde ich verschenken oder würde ich mir selber kaufen? Ach, ich neben all den Sachen, die ich schon gerade genannt habe, finde ich persönlich noch eine Soundbar sehr spannend, die wir hier anbieten. Die würde gut nochmal in mein Wohnzimmer passen. Das ist eine Soundbar, die ist gar nicht mal so teuer mit 400 Euro. Die ist aber technisch unglaublich anspruchsvoll, weil sie Dolby Atmos besitzt. Sie hat echte Elevation-Lautsprecher drin, macht also diese Projektion des Umgebungssounds auch über die Decke und das ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 400 Euro einfach unglaublich
ein unglaublich spannendes, tolles Produkt. Also dazu gibt es natürlich noch viele Haushaltsprodukte, das heißt Zahnbürste, Rasierer, Kaffeemaschine, alles was Sie haben wollen, können Sie sich gerne anschauen. Wenn Sie es zur IFA nicht mehr schaffen sollen, dann nachher im Fachhandel. Ich gehe auch davon aus, dass alle Fernseher mittlerweile schon im Fachhandel schon so halb im Regal stehen und da sind. Ja, also auf jeden Fall, unsere Neuheiten werden alle direkt nach der IFA oder spätestens im Oktober verfügbar sein. Ja. Also, dann schauen Sie sich das einfach an und ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen rum, gucken, machen zu uns den Mund ein bisschen wässrig, weil Weihnachten steht bald vor der Tür. Jetzt stehen wir da, worüber wir vorhin gesprochen haben, das heißt die Soundbar. Also keine Minibar und keine Hotelbar, Soundbar. Und das ist, sagen wir mal, das Gerät, wo man sagt, das sollte man sich schon mal zu Hause hinstellen, weil es gibt einfach einen super Klang und man hat die tolle Musik. Ja, so ist es. Also für jeden, der sagt, mein Fernseher ist zwar toll, aber der Klang, die Sprachverständlichkeit und so weiter, das könnte noch besser sein. Für den sind Soundbars ideal. Die legt man halt direkt vor den Fernseher. Und in diesem Fall bei der PB603 ist es so, dass man sogar Dolby Atmos Sound erhält. Also Sound, der einen wirklich fesselt, der einen wirklich auch von hinten erreicht, womit Filme eine ganz besondere Atmosphäre bekommen, ein besonderes Erlebnis werden. Und die ist insofern speziell, dass sie hervorragendes Erlebnis bietet, hervorragende Qualität hat, aber zu einem sehr verhältnismäßig günstigen Preis angeboten wird, nämlich um die 400 Euro. Das ist für so ein Gerät schon ein ganz besonderer Preispunkt. Habe ich denn jetzt auch die Möglichkeit, andere Musik darüber abzuspielen, zum Beispiel jetzt Google oder Amazon oder irgendwas oder Alexa oder so? Ja, also wenn Sie auf Ihrem Fernseher beispielsweise eine entsprechende App haben, die Musik wiedergibt, dann wird die natürlich über diese Soundbar wiedergegeben, ja. Genau, das ist ja für viele jetzt heutzutage so, dass man sagt, okay, im Fernseher ist auch nochmal USB-Stick, wo man das alles reinstellen kann, meine Musik. Und das ist dann also alles kompatibel, da gibt es keine Probleme. Ja, selbstverständlich, das gehört heute dazu, ja. Also, was will man eigentlich noch mehr? Sie, Ihre eigenen Musik, Ihre CDs, alle so mal ein bisschen auf dem CD, auf einen kleinen Stick und dann ab in den Fernseher, die Soundbar dazu und schon haben Sie die Party gerettet, weil es kann nichts mehr schieflaufen, oder? So ist es.